Hallo liebe FIFA-Freunde, jetzt kommen wir zur dritten Folge FIFA 17 The Journey. Wir begleiten Alex Hunter mal weiter, nachdem er im letzten Training richtig gut abgeschlossen hat. Befinden wir uns also quasi noch immer in London. Gucken mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. Ah, guck mal, einen Skillpunkt haben wir sogar schon freigeschaltet. Können wir den jetzt hier schon irgendwie verteilen? Sieht ganz so aus. Okay. Power-Kopfball bräuchten wir 2 Punkte. Faire Zweikämpfe, dann würden wir die Zweikämpfe schon mal ein ganzes Stück nach oben bringen. Okay. Außenristpass versieht deine Pässe und Steilpässe bei Bedarf mit Schnitt. Dann könnten wir unseren Elfmeter verbessern, wäre jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Also, da haben wir uns ja nun nicht mit Ruhm bekleckert. Die Flanken. Was haben wir sonst noch hier? Schwacher Fuß. Verbessere dein Können mit dem schwachen Fuß. Ich würde sagen, aber das mit den Flanken klingt für mich jetzt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das machen wir einfach mal. Okay, Attribute. Da werden die nochmal angezeigt. In der Defensive sind wir natürlich nicht so toll, aber das wollen wir ja auch gar nicht. Ja, und nun gucken wir mal, wie das hier weitergeht. You know, it'll never ring if you keep staring at him. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mom. Yeah, I'll be other tours. See? Watch Bot. Hey. Hi, Mr. Butler. Yeah. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Well? Ich glaube, wir waren gut genug im Training. Yes. You did it, son. You did it. Me. Sure, that's how it works. I don't know, maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. Es ist ein Flugzeug mit Battlefield Engine. Ich erwarte gleich eine Massenschießerei. What do you do with all your frequent flyer miles? Einfach ignorieren. Ignore the man. Only thing that matters is how we play on this tour. Yeah. Well, we better show him then, mate. Is that how you work it? Press a button underneath there. Sind wir in Seattle gelandet und dürfen wohl bei den Vorbereitungen irgendwelche vorbereitenden Fußballturniere vielleicht? Ah, siehste, eine Vorbereitung gegen Paris. Man darf gespannt sein, ob Alex Hunter zum Einsatz kommt oder nicht. Ja, also
Unser Umzugskabinett sah damals in der Jugendmannschaft nicht ganz so hübsch aus. Das macht ja nichts. So, wir spielen jetzt mit Hunter und sind wir in der Startaufstellung? Natürlich nicht. Wir sind Auswechselspieler, aber wer weiß, vielleicht kommen wir doch nochmal ran. Ansonsten gucken wir uns das Ganze mal an. So, da können wir noch ein bisschen hier die News lesen von Pseudo-Twitter hier. So, bekommen wir eine Chance? Bekommen wir keine Chance? Wir werden es sehen. Ja, ja, mal gucken. Michael Taylor ist noch immer ganz stolz auf uns, weil wir es mal wieder geschafft haben. Und auch Garrus ist ganz aus dem Häuschen. Buschmann, begrüße Sie zu diesem Vorbereitungsspiel. Und das könnte heute schon richtig spannend werden. Auf beiden Seiten werden wir Experimente sehen. So, Buschi, zwei Nachwuchstalente auf der Bank heute, Alex Hunter und Garrus Walker. Ja, und für die ist diese US-Tour natürlich eine Riesenchance, vielleicht den Weg ins Team zu schaffen. Schauen wir mal, ob sie heute ihre Minuten bekommen. Und jetzt geht's los hier im Century Link Field. Na, was geht? Noch sieht man keine Pariser spielen. Ich meine, noch sieht man keine Pariser spielen. Klingt so ein bisschen, habt ihr schon mal Pariser spielen sehen? Und ein richtig starkes Tor, klasse. So, mal sehen, was hier für PSG noch geht im zweiten Durchgang. Oh, Mel. Hunter und Walker, beide jetzt beim Armmann. Zweite Halbzeit und wir dürfen vielleicht ran. Sie werden wechseln. Halbe Stunde vor Schluss kommt Alexander rein. Es sieht gut aus für Sie. Sie sind knapp vorne. Und klar, Hunter soll hier nochmal offensiver. Beeindrucke den Boss. Zieh den Schlussstrich, lass kein Gegentor zu und bring es zu Ende. Gewinne das Spiel. Da wir schon in Führung sind, naja, sollte das hier wohl irgendwie machbar sein, auch wenn ich im Sturm bin. So, einmal kurz aufs Spielfeld joggen, schon völlig erschöpft sein, außer Atem und einfach den Klapper machen. Ja, auf geht's. Jetzt dabei. Im Moment kommen sie nicht richtig. Ah, das war nicht gut. So, ich habe noch immer den Ball. Sehr gut aufgepasst. Oder auch nicht mehr. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. So, jetzt aber. Jetzt schießt er. Ja, das war jetzt natürlich ganz peinlich. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Da wird nichts gedreht hier. Und Marquinhos. Ja, irgendwie so richtig kommen die hier auch nicht nah. Also Paris macht bisher nicht den Eindruck, als ob sie es wirklich versuchen würden. Aber das läuft gut. Mit dem Doppelpass. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Ah, das war natürlich auch nicht schön gemacht. So eine Wertung von 7:0 zu holen, ist gar nicht so einfach, würde ich sagen. Komm, steck durch zu mir. Ach, Idiot. Na super, jetzt war ich natürlich nicht mehr darauf vorbereitet. Ah. Ball draußen wird Einwurf geben. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Komm, einmal reinflanken. Eine gute Flanke hier, das lässt sich leicht klären. Und bei der nächsten Unterbrechung kommt der Wechsel. Der neue Mann steht schon bereit. Na? Matuidi. Gut, wir haben ja eigentlich noch ziemlich viel Kraft und Power. Komm schon, geht doch mal ran da, na bitte. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. So, jetzt steck durch. Ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ah, da war ich nicht schnell genug. Und jetzt dabei. Jetzt kann ich nur versuchen, mich frei zu laufen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Na, das war natürlich nicht gut. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt dachte ich auch. Verloren. Augusta. Ah. Und Genda.
Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ben Affa. Das war einfach. Und er hat den Ball. So. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt Flank in die Mitte. Den Ball rein. Ach, da kam ich natürlich nicht ran. Kein Problem. Vorteil für PSG. Matuidi. Da gewinnt er den Zweikampf. Ach, da konnte ich natürlich schlecht was machen. Das gibt Einwurf. Paris Saint-Germain wird jetzt wechseln. Jetzt müssen sie aufpassen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Okay, die Kameraperspektive macht mich ein bisschen irre. Ich hoffe, das kann man noch irgendwie umstellen. Da muss ich nachher nochmal nachgucken, weil wie sich das hier alles dreht und kugelt und das ist nicht so schön. Für den Überblick ist das echt nicht gut. Jetzt! Das ist jetzt seine Chance. Hunter! Oh! Das nix. Den hält der Torwart natürlich. Es gibt Eckball. Dabei war das gar nicht mal so schlecht. Und trotzdem habe ich dafür Minuspunkte bekommen. Was soll denn das? Aber vielleicht läuft es jetzt ja nach der Ecke. Ach, so nicht. Das war gar nicht gut. Augusta. Ja, da ist er wohl ein bisschen unter Druck gewesen und dachte sich, spiele ich den Ball mal einfach ins Aus, obwohl da gar nicht so viel los war. Townsend. Oh, wo passt der denn hin? Da kann ich auch nichts gegen machen. Ongenda. Und schon wieder ins Aus. PSG-Fans sind heute besonders gut drauf, wie mir scheint. Hier im Stadion herrscht eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Das motiviert die Spieler nochmal zusätzlich, da bin ich von überzeugt. Das ist mal ordentlich. 5 Minuten Nachspielzeit. Kommt schon. Jetzt vielleicht mal Alex. Ah, da werde ich einfach umgeholzt. Stambouli. Naja, ein paar Spielziele werden wir ja wohl erfüllen. Matuidi. Wobei ich natürlich auch gerne ein Tor schießen würde. So, komm schon. Lauf. Oh, so wird das nichts. Aber trotzdem nochmal die Gelegenheit. Das könnte gefährlich werden. Oh, da wollte ich natürlich... Jetzt flanken wir nochmal in die Mitte. Der Ball ist weg. Hat natürlich nicht geklappt. Spiel ist zu Ende. Wir haben gewonnen. Naja, meine Spielbewertung habe ich nicht erreicht. Gareth Walker und Alexander sind heute torlos geblieben, Buschi, aber das war trotzdem schon mal vielversprechend, was wir gesehen haben. Auf jeden Fall, Wolf, man hat erkennen können, was für Riesentalente das sind, auch ohne Treffer. Na bitte. Ich denke, damit kann man zufrieden sein. Und das ist jetzt eine Chance. Da schauen wir uns mal ganz kurz das Highlight an. War gar nicht so schlecht. Eigentlich hat es bei FIFA 16 und 15 immer gut funktioniert. Aha. Also, was soll ich machen? Trainerfeedback. Ich soll nicht bloß Tore erzielen, sondern auch mal in Ballbesitz den Ball in der Angriffszone halten. In den Zweikämpfen ein bisschen effektiver Time. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich mein großes Manko bei FIFA. Das habe ich besonders seit FIFA 16, seitdem die Spieler immer so weit vom Ball wegstehen in der Verteidigung, selbst wenn du X gedrückt hältst. Ja, das nächste Vorbereitungsspiel ist dann gegen Borussia Dortmund. Gegen den großen Marco Reus dann wahrscheinlich, von dem ist Alexander ja ein Fan, wie wir festgestellt haben. Spielbelohnungen.
Okay. Wir haben ein paar mehr Follower. Und wir sind sogar ein bisschen besser geworden. Geschicklichkeit auf 61, Quatsch, Geschwindigkeit. Oh, 2 Skillpunkte erhalten, das ist doch nett. Damit lässt sich sicherlich schon ein bisschen was anfangen. Wir können ja mal kurz gucken, was wir jetzt dafür noch steigern können. Ich würde mal sagen, die Defensive wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Schießen. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil wir haben ja gerade gesehen, das eine hätte eigentlich schon fast zum Tor führen können, wenn wir da ein bisschen besser wären. Wir investieren also da drin und machen dann einfach mal weiter. Ja, damit sind wir, glaube ich, auch wieder im Hotelzimmer, haben ein paar Follower gewonnen und in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann machen wir demnächst weiter. Wie gesagt, falls ihr noch immer nicht die Videos von den NATO, der Team Ultimate macht, oder Boots gesehen habt, der mit Werder Bremen hoffentlich noch ein paar Erfolge feiern wird, dann schaut mal in deren Playlisten rein. Und in diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder wann auch immer ihr diese Folge geguckt habt und sage adieu, goodbye.